Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baubude.net. Und diesmal in der Rubrik ja, Hot oder Schrott würde ich es mal reinpacken. Ich habe von einem Freund diese ja, Airless-Maschine, wo man ja, zum Beispiel Wandfarbe mit spritzen kann oder auch Lackfarben, denke ich mal eingeschränkt. Die hat er sich irgendwie gekauft, 400 € ungefähr, 400 irgendwas, und meinte, das funktioniert überhaupt nicht, geht nicht, Wasser kriege ich durch, aber keine Farbe. So, dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das mal mit, ich probiere das mal aus, weil ich doch ein bisschen mehr Erfahrung, sage ich mal, im Airless-Verfahren habe. Ansonsten hier unten ist meine kleine Maschine, mit der ich ja, sonst arbeite, in kleinen Objekten oder hier den großen Kavenzmann. Ja, für größere Objekte oder für Spachtelmassen. Und von daher will ich jetzt mal meine Erfahrung nutzen und diese Maschine mal auf Herz und Nieren testen, um dann ja, für euch vielleicht so ein Feedback zu geben, kann man die für zu Hause gebrauchen, ja, kann die das, was sie können sollte, für den kleinen Heimwerker oder so. Ja, das will ich mir mal angucken. Und ja. Oder ob es einfach nur Elektroschrott ist. Das schauen wir uns mal an. Das ist übrigens auch mein Anliegen, gerade bei dieser Rubrik Hot oder Schrott, dass ich halt gucken will, kann man die Sachen gebrauchen, kann man sie nicht gebrauchen, um euch die Tipps zu geben, um euch davor zu bewahren, euch irgendwas zu kaufen, was nicht funktioniert. Oder ein bisschen um Nachhaltigkeit. Ja, dass wir sagen, okay, wir kaufen den Elektroschrott jetzt nicht unbedingt, der nicht funktioniert. Oder eben auch andere Sachen. Das heißt, falls ihr mal irgendwas habt, was nicht funktioniert, oder wo ihr ganz überrascht seid, dass es halt super cool funktioniert, dann unten in der Videobeschreibung ist auch meine E-Mail-Adresse. Nehmt Kontakt zu mir auf, schickt mir die Sachen zu, und dass wir vielleicht den anderen Kollegen die Sachen mal vorstellen können oder sie davor warnen können, irgendwas zu kaufen, was nichts bringt. Okay. Gucken wir uns heute mal dieses Schätzchen an, diese, ich sag mal, Airless-Maschine für Mädchen. Ob die was kann, was sie kann. So, ich zeige euch jetzt erstmal, was jetzt hier so alles an der Maschine dran ist und wofür das ist. Also Stromkabel ist klar. Wir haben hier, ne, haben wir den Ansaugschlauch, der kommt dann in den Eimer rein. Und dieser kleine Schlauch, der daneben hängt, ist quasi der Rücklaufschlauch. Wenn ich anfangen will zu spritzen, stelle ich quasi diese Sachen in das Material, was gespritzt werden soll. Und schalte die Maschine, das zeige ich euch gleich, erstmal auf Rundlauf. Rundlauf heißt, es wird angesogen im dicken Schlauch die Farbe und kommt dann hier aus diesem dünnen Schlauch wieder raus. Und das lasse ich erstmal eine Weile laufen, damit erstmal dieser Kreislauf gefüllt wird. Weil, wie der Name ja schon sagt, ist dieses Airless-Verfahren ist quasi so, dass die Farbe wird angesogen und dann geht nur die Farbe durch den Schlauch. Es wird nur Druck auf die Farbe gegeben. Und deswegen ist auch dieses Verfahren halt so nebelarm und ja, halt so interessant. Dann haben wir hier irgendwie einen 15 Meter Schlauch dabei. Wir haben dann die Pistole. Was mich so ein bisschen wundert, ist hierbei zum Beispiel, dass bei meinen Pistolen ist hier im Griff, da geht allerdings der Schlauch auch hier und das Material einmal durch den Griff, befindet sich hier im Griff ein Sieb. Das heißt, dass wenn ihr damit Farbe spritzen wollt, müsst ihr darauf penibel achten, dass die sauber ist. Ansonsten nochmal durch ein Sieb oder durch eine Strumpfhose durchkippen, damit da wirklich nichts in der Farbe ist. Ansonsten werdet ihr wahnsinnig, wenn andauernd die Düse verstopft ist. Ja? Also das ja, vermisse ich hier, dass hier irgendwie noch ja, vorm noch so ein kleiner Filter ist, weil das ist das einzige Sieb. Das ist ein bisschen grobmaschig.
zumindest für die Düse nachher vorne. Ja, das vermisse ich. Ja, ansonsten gibt es hier an der Pistole, damit die halt nicht von alleine losgeht, so eine kleine Sperre. Ja, Zweifingerpistole ist auch mein Favorit sonst. Hier oben ist ein Haken, damit ich das dann irgendwo mal einhaken kann, wenn ich sie nicht brauche. Hier ist jetzt schon eine Verlängerung dran. Die gibt es auch noch länger, je nachdem, falls ich im Altbau arbeite, dass ich trotzdem von unten arbeiten kann und nicht auf die Leiter hoch muss, ist hier schon eine Verlängerung. Man kann diese Düse auch hier an die Pistole dran machen, direkt hinter die Pistole. Ja, dann ist hier vorne der Düsenhalter, so nennt sich das. Und da drinne steckt die Düse. Bei diesem Set sind zwei Düsen dabei. Eine für Lack, eine für Wandfarbe. Zum Lackbereich muss ich mal noch eins sagen. Also ich persönlich habe mit so einer Riesenmaschine einmal Lack gespritzt. Da habe ich aber auch eine Halle gemacht oder zumindest oben den Blechkranz. Der war 2 Meter hoch. Und einmal rum waren es dann am Ende 200, 300, 400, 600 Meter lang. Da lohnt sich das. Ja? Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Gefäß habe, was ich mit Farbe fülle, dann stecke ich diesen Ansaugschlauch da rein. Und die Dicke von dem Ansaugschlauch, das heißt, bis ich, sag ich mal, ich mache ein Gefäß, mache 2,5 Liter Lack rein. Die 2,5 Liter reichen wahrscheinlich gerade, um diesen Ansaugschlauch zu füllen und diesen 15 Meter Schlauch. Ne? Das heißt, diese 2,5 Liter brauche ich, kann ich aber nicht benutzen. Die brauche ich nur, dass das System läuft. Ne? Also das, ich glaube, solche Projekte gibt es im Privatbereich nicht, wo ich so viel Lack verbrauche und dann am Ende irgendwie so 2,5 Liter überhaupt, die ich dann wegschmeiße, nur damit ich bis zum Ende spritzen kann. Ja. Also die Düsen, da ist eine 517er Düse dabei. Das kann ich euch auch erklären. Also oder 517. Die 5 gibt die Breite des Strahls an. Ich glaube, wenn man 20 cm von der Wand weghält. Und 5 heißt 5 mal 5 cm. Das heißt, wenn ich 20 cm von der Wand weghalte, habe ich vorne eine Breite von 25 cm. Das bedeutet die 5. Und die 17 dahinter ist die Düsengröße. Ich persönlich finde die 17 schon relativ dünn, muss ich sagen. Also ich spritze meistens mit einem 19er, mache die Farbe auch schon dünn. Also das ist für mich schon mal ein Indiz, dass ich die Farbe sehr dünn machen muss, damit ich sie durch diese Maschine hier durchkriege. Erklärt. Okay, wir haben hier an der Maschine, können wir stufenlos den Druck einstellen. Das können wir nachher mal gucken, wie sich das auswirkt. Dann ist hier am Ende, wo der Ansaugstutzen reingeht in die Maschine, dort stelle ich zum Beispiel diesen Rundlauf, dass sich die Maschine erstmal befüllt. Kann ich dann umstellen, dass es dann umgelenkt wird auf den Schlauch. Und dann habe ich den Druck auf dem Schlauch und kann quasi sprühen. Hier unten ist noch so ein kleiner Pinökel, der ist auch so rot gekennzeichnet. Der ist dazu da, da ist so eine Murmel, die quasi verhindert, dass der Druck, der jetzt hier im System ist, dass der Druck nicht über diesen Ansaugstutzen nach draußen geht, verschließt sich das immer. Und damit kann ich die Kugel manchmal lockern, falls die hängen bleibt. Also meistens, wenn ich die Maschine eine Weile nicht benutzt habe, nach dem ersten Benutzen, die Kugel, die da drin ist, einmal ein bisschen lockern, damit das auch funktioniert. Falls es nicht funktioniert und ihr keinen Druck hier auf die Leitung kriegt. Ja, das sind die Komponenten, die da dran sind. Mehr ist hier gar nicht dran. Mehr muss auch gar nicht dran sein. Das reicht. Dann würde ich sagen, wir probieren das mal aus. Wir mischen jetzt mal die Farbe an. Also achtet drauf, dass der Eimer sauber ist, das Wasser und der Eimer, wo das Wasser drin ist, sauber ist. Weil, wie gesagt, diese Maschine hat keinen... nochmal einen feinen, maschigen Filter. Und das Dilemma geht nämlich meistens schon los bei dem Deckel aufmachen hier. Ganz oft ist das hier voll mit Farbe, ne? Weil der Eimer ein bisschen gewackelt hat, dann stand er in der Sonne und dann ist es angetrocknet. Das heißt, wenn das passiert,
dass ihr den Deckel hochnehmt und hier schon die großen Farbplatten in die Farbe reinfallen. Ja, dann könnt ihr die schon mal wieder durchsieben. Das geht ja, mit einem müsst ihr bei Mutti in die Küche gehen und euch da irgendwie so ein Nudelsieb, so ein feinmaschiges Sieb klauen und das da durchkippen. Ne? Weil sonst dreht ihr durch, wenn ihr spritzen wollt, und andauernd wird es unterbrochen, weil da irgendwas verstopft ist. Ich mache das jetzt mal so dünn, wie ich denke, dass es durch die Maschine gehen wird. Weil die weißen Pigmente natürlich viel teurer sind. So. Also so würde ich jetzt vermuten. Versuche euch das nochmal besser zu zeigen. Kann man das sehen? Also die ist schon sehr dünn. Ne? Und ja, bei meiner Farbe weiß ich halt, dass die immer noch eine gute Deckkraft hat, trotzdem, dass sie so dünn ist. Also, dann kommt dieser Ansaugstutzen hier rein und der muss natürlich immer ja, gut abgedeckt sein mit Farbe, damit er keine Luft zieht. Da geht hier schon das erste Dilemma los. Brauchen wir Strom? Ja, hier ist auch schon irgendwie. Schon wieder Katzenscheiße, dass der immer so ankippt. So. So, ich sehe jetzt, dass da der Rundlauf eingeschaltet ist. Also ich kenne die Maschine ja nicht, aber der Rundlauf ist eingeschaltet. Das heißt, hier kommt jetzt vielleicht noch ein Rest Wasser raus und danach müsste Farbe rauskommen. So, kann man sehen. Der Rundlauf funktioniert schon mal. Dann würde ich den mal kurz hier ein bisschen rödeln lassen, damit der wirklich gut und überall mit Farbe gefüllt und ohne Luft. So, jetzt müsste eigentlich genug Farbe im Getriebe sein. Diese Düse hier vorne, man nennt das eine Wendedüse. Das heißt, wenn die Spitze nach vorne zeigt, dann ist das die Position quasi zum Sprühen, zum Farbe auftragen. Wenn ich mal eine Verstopfung habe, das heißt, es kommt irgendwie nichts mehr raus, dann drehe ich die und drücke wieder den Abzug. Und dann müsste die Verstopfung, die eventuell hier vor der Düse lag, die ist dann nach außen gedreht und ich halte die kurz in irgendeinen Restfarbeimer oder einen Wassereimer, um die Verschmutzung wegzukriegen. Ne? Deswegen heißt das Wendedüse. Dann will ich mal versuchen, ob hier vorne Farbe rauskommt. Das heißt, ich mache die Maschine an, schalte die um, Pistole und den 15 Meter Schlauch kommt. Ja, und dann gucken wir mal, ob da Farbe vorne rauskommt. Und deswegen nehme ich den Eimer hier mit Wasser, halte das da rein, um erstmal noch das Restwasser aus dem Schlauchsystem rauszukriegen. Okay, versuchen wir es mal. So, jetzt hat er Druck aufgebaut. Das heißt, ich habe jetzt hier auf volle Pulle. Ich meine 110 Bar oder sowas habe ich gelesen. Wäre jetzt auf dem Schlauch, hier ist auch alles dicht, es tropft nirgendwo was raus. Dann sprühe ich jetzt so lange hier rein, bis Farbe kommt. So, ich guck mal, ob da schon Farbe ist. Ja, kommt Farbe raus. Das war schon mal gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier in die Testfläche. Ich mache jetzt einmal einen Streifen nach unten. Ich will mal gucken, wie das Spritzbild ist, ob der viel nach rechts und links wegnebelt. Ja. Deswegen mache ich jetzt einen Streifen mal runter und gucken uns das mal an. So, also wenn wir spritzen, gehen wir so 25, 30 cm Abstand, drücken und versuchen diesen Winkel immer auf 90 Grad zu halten. Das heißt, ich gehe mit runter und gehe mit hoch. Was
nicht so günstig ist, wenn ich so spritze. So und so. Weil das eigentlich ja ein nebelarmes Verfahren ist, aber wenn ich so rumschlenker, dann erzeuge ich unten eine Wolke und oben eine Wolke und habe dann doch quasi so einen Sprühnebel, der mir dann irgendwo dann in der Luft rumschwebt. Also schön immer gerade halten, wenn ihr spritzt, und dann so 30 cm Abstand. Und quasi drücken und dann anfangen zu ziehen. Nicht, dass er da oben erstmal so Zehntelsekunde stehen bleibt und dann kriegt er da so dicke Läufer rein. Also ich finde, es ist ein gutes Spritzbild. Ja? Wir haben in der Mitte richtigen Farbauftrag. Wir haben hier so ja, vielleicht 5 cm Nebel und danach ist es sauber. Ja? Also von daher gefällt mir das schon mal ganz gut. Und wenn man das jetzt so sieht, hat es auch gedeckt, obwohl es halt sehr dünn ist. Aber ich glaube, wenn ich das so sehe, würde die Maschine auch noch eine etwas dickere Farbe vertragen, als die ich jetzt angerührt habe. Aber für meine Farbe, mit der Deckkraft, die meine Farbe hat, reicht das völlig aus, so dass man selbst so einen dunklen Untergrund mit einmal gut deckend hinbekommt. Ich mache jetzt mal die Fläche voll und zeige euch mal, wie man spritzt. So, wenn ihr dann weiter spritzt, immer so die ein Drittel bis zur Hälfte überlappen lassen. Ne? So. Also nicht so direkt versuchen, daneben jetzt zu gehen. Dann habt ihr garantiert irgendwie so ein streifiges Bild nachher am Ende. Also immer schön überlappen lassen und dann die Fläche voll machen. So, jetzt hat man das gerade gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wahrscheinlich nicht. Jetzt zum Beispiel ist schon wieder in der Düse ein bisschen was verstopft. Also drehe ich die rum und sprühe das einmal raus. Also ich muss sagen, ich kann nicht meckern. Also die zuckt überhaupt nicht rum, die Farbe rauszubekommen. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass sie so einen Abschalter drin hat. Das heißt, sie hat jetzt Druck aufgebaut und dann geht sie aus. Meine erste Airless-Maschine, die habe ich, glaube ich, so 2011 gekauft. Und die hat die ganze Zeit gerödelt. Ne? Und das finde ich schon mal ganz angenehm, dass sie dann zwischendurch aufhört, wenn der Druck aufgebaut. Also ich kann nichts sehen. Also es, von den Düsen her ist es... kein Schrott. Ne? Also es kommt, die Breite vom Strahl passt, die Deckkraft passt, die Gleichmäßigkeit passt, die da rauskommt. Aber wie gesagt, ich weiß, ja, ich habe die halt von einem Bekannten bekommen. Also ich vermute, dass er versucht hat, die Farbe halt ja, pur da durchzuschieben. Und dafür ist die 17er Düse ein bisschen zu klein. Von daher, das ist so meine Vermutung, dass er da wirklich die Farbe zu dick hatte und dann natürlich nicht durchgekommen ist. Schade, hat er jetzt sein ganzes Haus mit einer Rolle gemacht. Naja. Aber euch kann das nicht passieren. Ihr habt jetzt die wertvollen Tipps. Ich hab ihm gesagt, ich probiere die Maschine aus. Und wenn die okay ist, kaufe ich sie ihm ab. Mein Gedanke war dabei, ja, selbst wenn sie nur zum Wasser sprühen und für Grundierung gut wäre, dafür ist er halt sehr handlich. Aber wie man sieht, man kann auch Farbe mitspritzen. Von daher würde ich sagen, wer die Maschine haben möchte von euch, ja, wer sogar in der Nähe von Bremen wohnt, kann sie hier rausholen, inklusive Einweisung. Ansonsten verschicke ich die auch gerne. Und würde die für 250 Euro, würde ich die rausschicken. Ja, guten Gewissens. Da kann man Meter mitmachen. Das ist definitiv so. Ansonsten, ja, ich glaube, die Maschine kann man gebrauchen. Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie hält. Wahrscheinlich jetzt, wenn ich sie gewerblich nutzen würde, vielleicht nicht so lange. Aber für euch, wenn ihr jetzt ein bisschen größere Projekte habt, ist kein Schrott. Kann man benutzen. Ja, guck mal. Hat super gedeckt.
Kann man nichts sagen. Ich bin zufrieden. Kein Elektroschrott. Kriegt einen Daumen hoch. Also, wer die kaufen will, 250 Euro. Wer sie rausholt, kriegt eine Einweisung dabei. Es ist auch noch eine etwas längere Düsenverlängerung dabei. Ja, genau. Und diese Lackdüse. Also, wenn ihr wirklich mal 100 Quadratmeter lackieren wollt, könnt ihr das damit auch machen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.